When is the next big update? We plan to bring it in the early second half of 2024. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Flife Universe Video und zu einem neuen Developers Q&A. Das letzte ist schon Ewigkeiten her. Die Fragen für dieses Q&A wurden vor eineinhalb bis knapp zwei Monaten gesammelt. Anfang Mai müsste das gewesen sein. Und wir schauen uns das jetzt an. Es sind sehr viele Fragen. Und das wichtigste Takeaway, das habe ich euch gerade eh schon gesagt, ist eben, dass das nächste Update, und es kommen jetzt natürlich sehr viele Fragen zu zukünftigen oder zum nächsten Update, die mal mehr, mal weniger gut beantwortet werden oder mal weniger ausführlich. Und was heißt das? Also Early Half oder Early Second Half? Ich verstehe das so, die Hälfte eines Jahres kann man ja wiederum auch in zwei Hälften teilen. Das heißt Juli, August, September und Oktober, November, Dezember. Naja, und wenn es in der Early Second Half sein soll, dann muss es auf jeden Fall innerhalb der ersten drei Monate kommen, weil sonst wäre es ja irgendwie wieder komisch, weil dann wäre es die zweite Hälfte von der zweiten Hälfte sozusagen, aka das letzte Quartal, und das wäre dann wiederum irgendwie nicht wirklich early, kann man jetzt natürlich auch wieder drüber streiten, aber eigentlich bedeutet das vermutlich innerhalb der nächsten ein bis drei Monate wird wahrscheinlich das nächste Update kommen. Und das, wie auch schon richtig kombiniert wurde von manchen Leuten, heißt, dass das Update vorm Ende des FEC-Servers kommen wird. Aber darüber können wir dann gleich nochmal ein bisschen reden. Jetzt erstmal zum Q&A. Ich weiß nicht, ob ich jede Frage vorlesen werde. Ich habe sie mir alle schon mal angeschaut. Es sind aber, wie gesagt, sehr viele. Die Antworten sind aber zum Glück nicht immer so ausführlich. Also ja, mal gucken. Mal gucken, weil ich zu faul bin, die Reste hier noch vorzulesen. Auf jeden Fall, die erste Frage bezieht sich auf den Third Job Change, wann das kommt und was da die Pläne sind und ob es mal eine komplett neue Klasse geben wird. Third Job Change is being planned, but it's too soon for us to announce a specific date at this time. We will provide more updates in the future. As for a completely new class, we cannot provide any promises at this moment in time, but we will consider the opinions that our players provide. Heißt also, neue Klasse ist erstmal eigentlich gar nichts, das schreiben hier eigentlich nichts dazu. Und Third Job Change ist geplant, aber sie können auch nicht sagen, wann. Würde ich jetzt mal persönlich vermuten, dass es dann auch nicht im nächsten Update kommen würde, weil sonst würden sie vermutlich sagen, soon oder so. Aber hier sagen sie quasi, es gibt noch keine konkreten Daten dazu. Also ich vermute mal erst im übernächsten Update aus der Aussage. Do you plan on merging any servers? We are closely monitoring the player base, but if there will be server merges, we will announce it ahead of time to minimize the inconvenience to our player base on those servers that are affected. Heißt also, effektiv eigentlich nein. Aktuell keine server merges geplant. Wenn sie geplant werden, dann werden sie vorher angekündigt. What measures does the development team have in place to address botting and inappropriate behavior within the Flife community? Recently, we have implemented various anti-botting measures, which we will not go into detail about, but they have been showing great success, as some players have noticed. These measures will be continuously improved upon over time to ensure that the botting situation stays under control. Also effektiv, ja, sie tun was dagegen. Es gibt jetzt neue Methoden, die auch tatsächlich was bringen, und sie werden sie weiter verbessern. Would it be possible to bring back the dev block from the pre-launch days? Players would greatly appreciate some form of reliable communication straight from the developers on a regular basis. What are your goals, short, long term? It would be very nice if we could provide an organized document form of the exact roadmap changes that were made. However, unfortunately, we have timing constraints and real-world issues since the game is now live to meet this expectation. As we need to provide constant updates as well as provide new features and quality of life improvements. We will, however, try our best to answer the questions that our community might have via Q&A sessions like these and developer notes for future updates when we are ready to share them. Heißt also effektiv nein, also sie würden es gerne machen, aber es ist zu aufwendig und sie werden uns mit Q&A sessions ab und zu und eben diesen Developer-Notes, die meistens kurz bevor ein Update released wird, released werden, informieren über zukünftige Entwicklungen. AKA, es bleibt so, wie es bisher war. Why aren't there
more invasion events. We will discuss this with our publishing partner to see what we can do in terms of Game Master ran events. Are you planning to open new territories such as Trezea, Shadowa, Valley of the Risen, Kailun and Bahara down the line? Yes. Hey, sie haben Ding vergessen. Dagrathesia. Wichtig. Yes, however, it takes a long time to make these new territories like we did for Azria or Coral Island. Please stay tuned for future updates we will be making. Ah, nicht nur Dagrathesia haben sie vergessen, sondern auch das schwebende Schloss. Das schwebende Schloss haben sie auch vergessen. Are they going to be completely new dungeons like we saw within the 1.2 update? Yes, there are new dungeons planned for the future. Please stay tuned for future updates. Das ist, finde ich, persönlich eine sehr interessante Frage, weil sie sagen hier quasi, die Frage ist quasi, are there going to be completely new dungeons? Das heißt quasi nicht, so verstehe ich die Frage zumindest. Also neue Dungeon-Systeme abweichend von den bisherigen, also wenn wir jetzt ja gerade so ein bisschen das Legacy-Dungeon-System, Clockworks, Red Meteor, Meteor, so diese alten Bosse, und dann haben wir das neue Dungeon-System mit diesen Curses, das Reborn-Dungeon-System sozusagen, und töte X Monster, dann spawnt erst der Boss und wie auch immer. Und das finde ich eine sehr interessante Frage, weil wenn es noch ein neues noch ein Dungeon-System geben würde, dann würden wir langsam Konkurrenz machen zu Spielen, die halt auch, wo jeder Dungeon anders ist oder wo jeder Dungeon ein eigenes System hat oder whatever. Finde ich also sehr interessant und wäre cool. Weil ich nicht ehrlich gesagt wüsste, wie man sich das vorstellen kann, wenn sie wirklich nochmal ein komplett anderes System machen würden. Aber warum nicht? What would the next major update to the game consist of at this point? We will provide more details in the future, but here's a list of some of the things we are preparing. New tracks for Rainbow Race, new housing content, expanded ultimate weapon content, a new PvP mode and more. Das ist tatsächlich falsch. Okay, entweder just oder but. Beides funktioniert irgendwie nicht. These are just a few things we are preparing for the next update. There will be a lot more to share as we finalize our development for the next major update, so please look forward to it. Das heißt also, kleiner Sneak Peek auf das nächste Update, was eben in der early second half of 2024 kommt. Neue Regenbogenrennstrecke, neuer Housing-Content, ich weiß nicht ganz genau, expanded Ultimate Weapon Content. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Heißt wahrscheinlich einfach zusätzliche Ultimate Waffen. Weil kann mir jetzt kaum vorstellen, dass sie was an den bestehenden wirklich ändern oder nochmal erweitern. Weil die bestehenden Waffen sind ja schon ziemlich gut. Ich meine die besten im Spiel. Vor allem Lutzagas Crystal natürlich, was DPS angeht. Und ja, also ich meine, wenn du da was ändern würdest und du könntest neue Effekte bekommen oder so und alle Leute, die jetzt in Anführungszeichen schon ihre perfekte Waffe haben oder ihre sehr gute Waffe, die würden ja ausrasten, wenn du plötzlich nochmal neue Werte rollen könntest oder so. Also ich würde vermuten, eigentlich fast nur um neue Waffen handeln oder so. Mal schauen. Oder zusätzliche Upgrade-Methoden, also dass du weiter upgradest, nicht anders upgradest, sondern das könnte auch sein. Mit Piercing oder so, Diamond-Piercing in die Waffe rein oder sowas. Na gut, das könnte tatsächlich auch sein. Aber egal. Und ein neuer PvP-Modus. Weiß jetzt nicht, ob das die Ankündigung ist, auf die jeder wartet, weil es gibt mittlerweile schon einige PvP-Möglichkeiten in dem Spiel. Mal schauen. Genau. The higher the max level cap makes it more daunting for a new player to get there. Will there be some sort of XP rate increase for lower levels in the future so that new players can experience more of the game faster? We are aware that it takes quite a while to level up to the max level, but this is a tricky part to balance out. We are thinking about how we can tackle this issue internally as well, and we are always open to suggestions. Genau, dann nächstes Update haben wir schon gesagt. Will more rewards for exchanging the PK chip be added? Yes, there are... ich kann halt nicht lesen. Yes, we are considering expanding the PK chip reward list. Also neue PK-Chip-Belohnungen sollen kommen. Do you plan on increasing Coral Island drop rates? We do not currently have any immediate plans to increase the drop rates in Coral Island, but we are monitoring the drop status of the items and might adjust it in the future if needed. Finde ich ein bisschen vage, die Frage, weil sie sagt einfach Coral Island drop rates. Also ich vermute mal stark, dass es sich hierbei um die
ja, Korallwaffen oder Herneswaffen handeln soll oder tut oder whatever. Ist halt nicht spezifiziert, es steht einfach nur Coral Island Drop Rate. Deswegen ein bisschen schwierig. Why is there no solo option on instance dungeons? Are you planning on adding more solo content to the game? Yes, we will be considering this for a future update, but we can't give any specific timeline for this. Also auch recht vage. Are there any plans for Forsaken Tower beyond 5F? Yes, we are planning new floors for the Forsaken Tower. Please look forward to them in future updates. Also neue Tower-Etagen kommen. Can you share any details about the upcoming NFT server? We don't have details that we can share at this time. Are you planning to make new content that does Penya burn? As the game progresses, we will continue adding new methods of sinking Penya in order to keep up with inflation. Will you increase the chance to craft new unique weapons? We do not have any immediate plans to increase the rate. This can be adjusted in the future if needed. I assume the game focuses on former Flive players, but do you have any plans to bring new players into the game? Would you mind sharing your thoughts? We are aware of this issue internally as well, and we'll be tackling this issue one by one. Is there a marriage couple system planned in a future update? Yes, we have something planned for a future update. Please look forward to it. Also altes Couple-System könnte vielleicht zurückkehren. Will you add some kind of an awakening system for equipment like it used to be on Flive PC? We don't have any immediate plans if we do, it won't be, ich dachte schon, a current copy of the Flive PC system. Ich finde es interessant, dass hier Flive PC gefragt wurde und auch mit Flive PC geantwortet wurde, weil eigentlich heißt es ja Flive Online, es sagt noch keiner, alle sagen Flive PC, damit klar ist, was man meint. Ja. Is there a possibility to have a desktop client? There are plans for this for both Windows and Mac, but we can't provide any definite release date as of right now. Das heißt, es wird tatsächlich an einem Client gearbeitet, etwas, was ja sehr viele Leute sich wünschen würden, dass man nicht nur noch aus dem Browser spielen kann, sondern der Browser quasi mehr die Mobile-Variante ist und wenn man am PC ist, dass man dann eben tatsächlich einen eigenen Client hat. Ich finde, Drakensang Online hat das früher ganz gut hinbekommen, falls ihr das kennt, ist auch ein Browser-MMORPG, da kann man auch im Browser spielen oder man lädt sich den Client runter und spielt eben über den Client. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, lief es über den Client auch besser und was auch irgendwie Sinn ergibt. Aber ja, wie gesagt, keine spezifischen Pläne momentan oder keine definitiven Release-Daten. Das heißt, das hört sich für mich so an, als würde das schon noch ein bisschen dauern. Also ich, ja, müssen wir gucken. Coral Weapons are supposed to be less rare than the Lusaka Crystal, but as of now, its drop rate is 10 times lower than Lusaka. Do you have any plans to increase the drop rate? We do not have any immediate plans to increase the drop rates, but we are constantly monitoring how much items are available to the players. So we might adjust the drop rate for this in the future, depending on how the game's situation. Also die Frage finde ich auch ganz interessant. Korallwaffen sind ja schlechter als Lusaka's Crystal, so ist es wahrscheinlich gemeint. Und deswegen halt auch irgendwie sollten sie halt häufiger sein, was halt effektiv nicht der Fall ist, weil die Droprate niedriger ist als bei Lusaka Crystal. Finde ich, muss man aber auch in Relation sehen. Also ich finde, die Frage ergibt nicht wirklich so viel Sinn, weil er sagt quasi hier, quasi die Droprate von Lusaka ist 10-mal höher als von Korall. Ja gut, aber bei Korall ist es ja so, du kannst einfach durch die Open World fliegen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber ich habe das schon gesehen. Teilweise gibt es Leute, die töten die Giants in 1-2 Minuten und fliegen quasi hin und her. Die können innerhalb von 20 Minuten können die 10, 15 Giants töten im Extremfall. Also effektiv natürlich nicht, weil sie müssen ja noch hin und her fliegen. Aber wenn du nur die Kill-Time bedenkst, können die halt 10, 15 Giants innerhalb von kürzester Zeit töten. Aber so ein Dungeon-Run, egal wie geistesgestört schnell dein Team ist, dauert, sag ich mal, Minimum 10 Minuten und effektiv eher so irgendwas zwischen 15 und 30 Minuten, realistisch gesehen. Also im Normalfall, wenn man jetzt halt nicht extra auf Hyperspeed geht, nur um eine gute Zeit hinzulegen, sondern wenn man halt einfach ganz normal spielt. Und da musst du halt bedenken, naja, dann hast du einmal die Chance auf Lusaka, was ja höher ist, vielleicht die Drop-Chance, aber in der gleichen Zeit kann jemand in der Open-World Minimum 5 oder sogar 10 Giants töten. Und ja, also finde ich es schon auch relevant, dass man einfach sagt, naja, wie viele Giants sind überhaupt verfügbar. Deswegen finde ich die Frage, gibt eigentlich gar nicht mal so viel Sinn. Schade, dass die mit aufgenommen wurde. Gibt es bestimmt bessere Fragen.
Is there any plan on adding daily PvP mode available at any time of the day, alongside adding more dungeons with improved drop rates? We are aware there's a lack of PvP contents. What? And we'll be updating new PvP contents for our players to enjoy in the next major update. There is a lack of PvP content. Kann ich jetzt so nicht unterschreiben, muss ich echt zugeben. Es gibt Kaigas Assault, es gibt den Guild War, es gibt einen PK-Channel, es gibt die PvP-Arena, theoretisch Spielerduelle, Street Guild War oder der normale Gildenkrieg. Ich würde sagen, dafür, dass die meisten Leute sich überhaupt nicht für PvP interessieren, also wirklich, man sieht es immer wieder, dass sich ein Großteil der Community einfach nicht darum kümmert und es ihnen einfach egal ist und wirklich nur ein kleiner Teil der Community sich dafür interessiert. Und dafür, finde ich, haben wir schon sehr viel. Dann gibt es noch das Guild Artifact Battle, wobei das, keine Ahnung, das mittlerweile überhaupt gespielt wird. Aber es gibt schon sehr viel PvP, würde ich sagen. Also finde jetzt irgendwie, also aus der PvE-Perspektive würde ich jetzt nicht sagen, dass es zu wenig PvP gibt. Aus der PvP-Perspektive sieht das wahrscheinlich wieder anders aus. Aber wie schon gesagt, wenn sich einfach keiner dafür interessiert, ist es halt crazy, dass so viel Development-Zeit dafür verbraucht wird, PvP-Content zu entwickeln, wenn das nur bei 5-10% der Spieler überhaupt Anklang findet und die meisten anderen das einfach komplett ignorieren, dann ist das halt schon irgendwie ein bisschen fragwürdig, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Any plan on having a way? Vor allem, das letzte Update zum Spiel war PvP-Content, Kaigas Assault. Just saying. Any plan on having a way to upgrade premium pickup pets into buffer pets, HP, MP, etc. just like 5PC? No, we don't have any immediate plans for this. Any plan on stopping one key press for one action for skills such as Heroine? No, we don't have any immediate plans for this. Das ist quasi, glaube ich, so gemeint, dass du Tasten nicht mehr durchdrücken kannst im Flive Universe. Can you upgrade your server to prevent players from losing connection? We are aware that there are unwanted drops, but we need to collect the exact reason why this is continuing. So please report to the customer service and or game masters and moderators when this happens, and they provide you with further instructions on how to report your specific case. So, dann eine sehr lange Frage, die längste, glaube ich, bisher. Market Search System Upgrade. As I read from the Discord, people are dying for Open Shop to remain super classic MMO. Can you put some cash or penny-related item to find where items are located? Just like Ragnarok Renewal that made scroll search item and then indicate the location on map. Looking for items as a new player is too difficult. I don't know which location that generally plays valuable items. I took 1 to 2 hours a day just to find desired level 30 set boots, especially on specific gender. Any type of related system planned. We are aware of this issue and will be working on how to make finding more convenient. On how to make finding shops wahrscheinlich more convenient for our player in the future or finding items. Also die Frage war ein bisschen verwirrend gestellt irgendwie, aber letztendlich geht es quasi darum, ein Shopfinder. Basically ein Shopfinder. Finde ich es auch crazy. Also ich fand schon immer, auf Burudeng war es krass. Auf Burudeng hast du so 15, 20, 25 Minuten gebraucht, um alle Shops durchzugucken. Was ich persönlich auch schon extrem viel finde. Auf FEC aktuell, wenn du wirklich auch jeden Channel durchgehen würdest, weil auf jedem Channel sind Shops. Ja, ganz ehrlich, wie das schreibt, 1-2 Stunden. Du hockst da 1-2 Stunden Minimum, um alle Shops durchzugucken. Klar kann man jetzt sagen, ja, muss man ja nicht. Ja, naja, wenn du ein spezifisches Item suchst, und ich meine, viele Shops sind wirklich so, die haben irgendeinen Müll im Shop-Titel stehen, oder sie haben halt 20 verschiedene Items im Shop und im Shop-Titel stehen halt 2, und du guckst in den Shop, suchst nach dem Bloody Stuff, er hat im Shop-Titel stehen Power Dice und Lightning 7, klickst du auf den Shop, ja, Bloody Stuff ist aber drin, stand aber nicht im Titel, aber es ist das, was du suchst. Wenn man das weiß, weiß man einfach, okay, wenn man wirklich etwas sucht, was man unbedingt haben will, dann muss man schon mehr oder weniger alle Shops durchgucken, weil man sonst einfach verpassen könnte. Und das kostet so viel Zeit, das ist geistesgestört. Also das lohnt sich halt hinten und vorne nicht, die Shops durchzugucken. Vor allem, wenn du am Ende des Tages dann auch nicht mal fündig wirst. Das ist schon crazy. Natürlich auf Servern, wo man jetzt nicht ganz so extrem viele Shops hat, geht's. Aber es ist schon brutal. Also FEC-Shops durchgucken ist ein absoluter Albtraum. Kann man nicht anders sagen. Gut. Currently, only the Wilds Dungeon is really relevant in the endgame, but the game has 6 dungeons in the endgame. However, only 2 Wilds and Envy Devs of these 6 dungeons are actually played, whereby Envy Devs is only run due to the cooldown on and the running prems. Premium items, heißt es. As otherwise, you would have
You would always have to log out and wait. Can you please make the other 5 dungeons beside Wilds more interesting for endgame players? We will review this internally and try to make the other dungeons have a purpose for the players to play. Ja, ist eigentlich eine gute Frage, würde ich sagen. Da gibt es, glaube ich, auch nochmal eine andere Frage. Irgendwie, ob man den Cooldown entfernen kann. Keine Ahnung, wo die kommt. Finde ich schade, dass die nicht nebeneinander stehen, weil die direkt miteinander zu tun haben. Aber die kommt dann auch gleich nochmal. Is there a way you can put a party finder for dungeon runs? We will consider your idea, but please do note that it might not be an automatic party finder for a specific content. Will the achievement system be reworked or do you plan on adding new and even different ones? We do not have any plans to significantly change the system itself, although it may be expanded upon in the future. We will also continuously add new achievements that players can work towards with future updates. Kleiner Spoiler, meine beiden Fragen, die ich gestellt habe, ich habe ja auch ein Video über die Fragen gemacht, oder nicht über die Fragen, aber über das Q&A damals, wurden beide nicht aufgenommen. Ich vermute mal, meine eine Frage ist hier irgendwo mit da drinnen. Meine Fragen waren quasi, warum gibt es keinen Fruit Punch-Titel und wann wird er hinzugefügt? Seit Release des Games gibt es keinen Fruit Punch-Titel seit über 2 Jahren und ich warte bis zum heutigen Tag darauf, dass diese Forderung angenommen wird. Keine Ahnung, warum das ignoriert wird. Es ist eine Kleinigkeit, ich weiß, und eigentlich ist mir das auch ehrlich gesagt vollkommen egal. Aber es geht mir nur ums Prinzip, dass ich seit 2 Jahren darauf warte und das mindestens schon 5-mal gesagt habe und es den Titel immer noch nicht gibt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das keine 5 Minuten dauern würde. Just saying. Und dadurch, dass ich schon so oft angefragt habe, müsste es definitiv schon mindestens einmal bei den Developers eigentlich angekommen sein. Außer es wird jedes Mal gelöscht. Aber egal. Und meine andere Frage war, kann man die Achievements halt mit irgendwas, deswegen wahrscheinlich könnte es hier zu dieser Frage schon ein bisschen mit beigetragen haben. Könnte man quasi zum Beispiel die Food Achievements, also ich food jetzt 200.000 Star Candy, dann kriege ich einen Titel Naschkatze. Toll. Das bringt mir genau gar nichts. Und das größte Problem dabei ist, dieser Titel ist nicht Account-geshared. Das heißt, wenn ich den Titel Naschkatze auf jedem meiner Chars auf dem gleichen Account haben will, dann muss ich insgesamt 8 Chars kann man pro Account haben. 1,6 Millionen Star Candies fooden, auf jedem Char auch tatsächlich die 200.000, ist nicht Account-geshared. Obwohl Monster-Titel schon Account-geshared sind und von Monster-Titeln habe ich sogar was, weil die geben ATK-Bonus, die sind Account-geshared, aber die Food-Titel, von denen du keinen Vorteil hast, die sind nicht Account-geshared. Ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Also Titel, die einen Vorteil haben, kannst du mit einem Char sharen, musst du es nicht nochmal machen. Und Titel, die nichts bringen, musst du mit einem Char einzeln machen. Ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Und da habe ich quasi gefragt, kann man den Titel einerseits Account-geshared machen und vielleicht auch einen zusätzlichen Effekt hinzufügen. Zum Beispiel, du foodest ein Star Candy und kriegst dann, keine Ahnung, alle Stats plus 3 für 5 Minuten, Cooldown 10 Minuten oder so. Irgendeine Kleinigkeit oder 10% mehr. Dass Star Candies 10% mehr Heilung haben für dich spezifisch, also Star Candy für dich haben 10% mehr HP-Wiederherstellung. Und diese Frage klingt sehr so, als hätten sie da absolut keinen Bock drauf. Finde ich sehr schade, weil ich finde das einfach ich finde es einfach irgendwie logisch oder so, wenn man sich so die anderen Achievements, wie gesagt, mit Monstern anguckt. Finde ich sehr schade, dass das immer wieder so niedergeschmettert wird, diese Forderung, weil ich finde, es gibt wesentlich lächerlichere Forderungen oder dümmere Forderungen. Da wird dann gesagt, ja, das gucken wir uns an. Und hier wird quasi gesagt, nö, eher nicht, Bro, machen wir nicht. Finde ich sehr schade. Will you still release other old fashions, not speed fashion, for example, Flower, Fairy, Chile, Kipao, etc.? Lol, Kipao. We will consider releasing unreleased fashion from Flife PC, but please do note there are some limitations. Will we see any fresh server starts in the near future? No, we don't have any immediate plans for this. However, you can start a new character on the FWC-Server. Das finde ich ist auch eigentlich eine relativ, ich will es nicht sagen, dumme Frage, aber ich meine, wenn man sich einfach anguckt, wie Flife funktioniert, wir haben einfach eine festgesetzte Playerbase und wenn du jetzt irgendwo einen neuen Server startest, das wird auch oft gefragt, wann gibt es mal einen neuen deutschen Server? Es würde halt einfach absolut keinen Sinn ergeben. Wir haben nicht genug Spieler für so viele Server. Das heißt, neuer Server, ja, hammergeil für 2 Monate, danach quitten alle, weil es einfach so viele Leute gibt, die immer nur maximal ein paar Monate spielen, dann wieder aufhören. Dann ist der Server tot und dann muss er gemerged werden. Was hat man dann da letztendlich davon? Gar nichts. Und dafür gibt es ja auch das FBC-System. Also, ob man es schon ein System nennen kann, weiß ich nicht, aber eigentlich schon. Ja, wir haben jetzt wahrscheinlich jedes Jahr FEC-Server, auf dem man neu starten kann, auch mit Doppel-XP, Doppel-Drop und so, dass alles viel schneller geht. Das ist ja eh das, was die Leute wollen. Schnell, 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 schnell. Also, ist eigentlich irgendwie eine sinnlose Frage, wenn man ganz ehrlich ist. Do you have any plans on releasing a new PvP set? No, we don't have any immediate plans for this.
Are you planning to improve Kaiga's assault and more and add more days to the week? It has a lot of potential, but currently lasts less than Siege and the rewards aren't the best. Da gibt es, glaube ich, auch nochmal fast eine sehr ähnliche Frage, gibt es da gleich auch nochmal dazu. We will consider adding more dates and rewards to the Kaiga's Assault content. Nicht schlecht, dass sie sich das überlegen. Do you have any plan on increasing the max level despite the level curve? Yes, but we don't have any specifics at this moment in time. Hört sich für mich so an, als wäre es nicht im nächsten Update, aber ist jetzt natürlich nur reine Vermutung. Can we expect some horizontal content? E.g. professions with rewards that will encourage players to grind them. Yes, there are similar plans to this in future updates. Also Berufe quasi ist hier gemeint. Ich glaube, das ist vor allem in... Gibt es das nicht in WoW? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich da Flife sehe, ehrlich gesagt. Aber offensichtlich ist es geplant, dass sowas in der Art kommt. Berufe in Flife. Also mal gucken, wie das wird. Will there ever be normal face options when creating a character? No, we do not have any immediate plans for this. Character creation Frage. Are you planning to introduce new content that is not upcycled from Flife PC? This is not meant in any bad way. I'm just curious if there will be new monsters. The game will progress in a different path from Flife PC and might have monsters that did not exist in PC Flife in the future. Ja, momentan ist es so, dass es eigentlich fast keinen komplett neuen Content in Flife Universe gibt. Alle Monster-Model, bis auf Medomet, aber sonst alle Monster-Model im Game sind recycelt von Flife PC. Alle Dungeons und alles, was existiert, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ist auch in irgendeiner Form recycelt. Ja, ist schwierig natürlich, aber ist klar, dass sie das machen, weil warum sollst du komplett neue Sachen, also wirklich Sachen, die gar nicht existieren, wo du komplett neu ausdenken musst, neu designen musst und so, wenn sie noch Content haben, auf den sie zurückgreifen können, ist natürlich schade und das habe ich selber schon in der Vergangenheit gesagt, dass das schade ist, aber es ergibt halt einfach irgendwo Sinn. Also es ist aber eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie irgendwann gezwungen sind, in Anführungszeichen, ganz neue Sachen zu kreieren. It is very hard to find parties with global skills due to the very, very, very high prices of the scrolls and the decreasing active player count. How are your plans on handling the current party situation? We are aware of how finding parties can be difficult and therefore finding parties with buffs are even more so. We will try to come up with a solution for this. Wüsste jetzt echt nicht, wie sie damit einer Solution kommen sollten, ehrlich gesagt, aber okay, interessant. Die nächste Frage finde ich auch sehr schade, die Antwort. Will there be some license-free, like a Winnie Pooh or, ich habe keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt, Eeyore crossover CS-Patch? No, unfortunately, we don't have any plans for this for the foreseeable future. Finde ich sehr schade, weil es gibt jetzt auch dieses Dampfschiff Mickey Mouse, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, aber es gab ja vor, ich glaube, es war sogar dieses Jahr, gab es ja die erste Mickey Mouse-Variante, die license-free, weil das Copyright ausgelaufen ist quasi, geworden ist. Das heißt, jeder kann das jetzt verwenden, kommerziell, nicht kommerziell, wie auch immer, ganz wie er will, aber halt nur diese spezifische Art. Bei Winnie Pooh ist es das Gleiche, nur dieser erste oder dieser Winnie Pooh aus diesem Film oder Comic oder whatever das damals war, das darf man verwenden, sonst natürlich nicht. Also jetzt darfst du natürlich das neueste Mickey Mouse Bild, was gerade von Disney released wurde, das darfst du natürlich nicht benutzen, aber grundsätzlich ist das eigentlich eine coole Option, wie man sowas halt in ein Spiel zum Beispiel übertragen kann, ohne dass man halt gegen das Gesetz verstößt. Und finde ich schade, dass sie das nicht machen, weil man sich anguckt, wir haben Demon Slayer Inspired CS Sets, wir haben Zelda Inspired CS Set, wir haben Darth Vader Inspired CS Sets. Also, falls Lizenzen dafür bestehen, müssen die bezahlt werden. Und Sachen, die kostenlos sind, sind hier noch nicht in Planung. Und kostenlos und legal, das finde ich irgendwie schade. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Is there any plan to add Jewel slots for ultimate weapons? Yes, we have plans for this in the future, but it will not be the same with PC Fly. Das ist im Endeffekt das, was ich vorhin gesagt habe. By the way, die Frage habe ich irgendwie übersehen im ersten Mal. Okay. I hope some pickup pads, especially those that were released with the costume, can be purchased in the shop again. Like axolotls, fantacats, flying bunny, teddy bears, and so on. They are so cute and I want to play with them on the Flyve journey. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. They are so cute and I want to play with them. Sus. Sus. Yes, we will consider reselling costumes and pets that were sold in the past.
Is there a way to get rid of AFK players during Kyga's Assault? Like, if they go AFK for 3-5 minutes, they get booted out the arena and receive no chips. It's kind of unfair for those actually playing it. We will review this internally and come up with a solution for AFK users that are abusing the system. Is there a possibility of removing dungeon cooldown periods to better help those that only have a set amount of time per day to run? With limited endgame content to do, we should be able to run dungeons without having a cooldown. We might not outright reduce the cooldown time for the foreseeable future, but we consider how players with limited playtime can also enjoy the game. Überlappt sich, wie gesagt, mit dieser anderen Frage, das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn sie die anderen Dungeons relevanter machen, wäre das ja kein Problem mehr, weil das bezieht sich jetzt ja eigentlich auch auf das Problem, dass jemand quasi nur Wilds machen will. Wilds hat aber eine Stunde Cooldown, das heißt, selbst wenn du nach 20 Minuten fertig bist, musst du 40 Minuten warten, bis du wieder rein kannst. Und wenn du halt trotzdem weiterfarmen willst, musst du dann einen anderen Dungeon machen, was viele Leute halt eher nicht wollen, weil sie halt Wilds farmen wollen, wegen dem, also ist ja, ergibt ja auch Sinn, wegen den Zarkas-Waffen und so, und den Zettern. Ja, schwierig, aber wir werden sehen, wie sie das lösen oder verbessern werden. Do you have any plans on releasing new boss monster content like Clockworks and Meteonica, or at least a harder version of them with better loot? We will discuss this internally to see if it is viable. Do you plan on reintroducing the Lord system anyhow? We do not currently have any plans to reintroduce this system, at least not as it was in FLIVE PC. Das ist eine wichtige Antwort, weil das Lord-System von FLIVE PC war absoluter Dreck. Das ist eines der schlechtesten Systeme, die jemals hinzugefügt wurden. Du gibst quasi einem Spieler 2 Wochen lang die Macht, über den gesamten Server zu entscheiden. Zumindest was XP-Event, Lord-Buffs, Drop-Events angeht. Und wenn der Typ einfach ein A-Punkt ist oder sonst was, kann er seine Macht halt auch extrem missbrauchen. Mittlerweile wird man dafür in FLIVE PC sogar bestraft, wenn man seine Macht missbraucht, aber das war leider nicht immer so. Und das Lord-System ist einfach unfassbar schrecklich schlecht. Also ein Spieler sollte niemals so eine Macht haben, ganz ehrlich, über alle anderen. Vollkommen egal, ob er in Anführungszeichen demokratisch gewählt wird, aber bei den Wahlen brauchen wir auch gar nicht anfangen. Gibt ja genug Leute, die 5 Millionen Charakter haben und das beeinflussen können. Also ist einfach ein ultra schlechtes System und sollte nie wieder in FLIVE hinzugefügt werden, meiner Meinung nach. Will pet beats be added? We do not currently have any plans to introduce pet beats. Are there any plans to bring in dungeon weapons from the original FLIVE to FLIVE universe? The royal weapons from Les Britannia were my favorite and I love to have the Duchess stick here. We will take it into consideration. Ehrlich gesagt, ist es auch wieder so eine Frage, wo ich mir denke, ist es nicht offensichtlich? Wir haben literally gerade erst Lusagas und Lusagas Crystal Waffen bekommen. Gut, okay, ist schon wieder eine Weile her, muss ich zugeben. Und Hernes Waffen. Also ich meine, ist ja eigentlich offensichtlich, dass sie die anderen Waffen auch irgendwann noch bringen werden. Also ist auch wieder so eine Frage, die man sich eigentlich selber hätte beantworten können. Will there be more competitions like the Rainbow Race, which brings the community together? Yes, including the expansion of the Rainbow Race content itself, but we will share more details in the future. Ich, ehrlich gesagt, wundert es mich, ist das nicht schon die dritte Frage zum Rainbow Race? Nee, es ist die zweite Frage und die dritte Antwort. ja, ehrlich gesagt, wundert mich das. Also ich höre nie jemanden über das Rainbow Race reden. Also literally beim Start von FLIVE, vom FEC-Server, hieß es, was mit Rainbow Race, machst du da mit? Und das war's. Da wurde ich einmal gefragt, ob ich mitmache, hab nein gesagt und das war's. Seitdem hat nie wieder jemand davon geredet. Deswegen wundert es mich, dass da irgendwie so ein geringes Interesse daran besteht, weil ich hatte das nicht das Gefühl, dass das so beliebt ist, ehrlich gesagt. Can the drop rates for rare items in a low-level range less than 90 be increased? We will review it internally. Is there any improvement about those free ride ships in every map that can use it or drive it for fun? For example, if we drive it, there's also a minimum repair for the ship, or we can use it like touring around in the map. That would be fun. No, we do not have any plans for this at this moment. Are there other curses you might add in the future? I'm hoping for a curse for dungeons that changes the element of the mobs inside. Ooh, that's interesting. Yes, we may add more curses for dungeons in the future. I hope there can be... oder spiel einfach Blade, bro. I hope there can be a future where guilds can upload their own guild emblems with a uniform size and format restriction. Is this possible? No, unfortunately we can't do this as a simple file upload for technical reasons. However, we review how we can get players of guild emblems implemented. Why we don't have different options for the selection of friend list. Example, I want to have them sorted by level, but first to be the
Online once, not mixed online offline. Gut. Das ist auch nicht so wichtig für dich, aber okay. We will reboot this matter internally. Will Aaron's catcher be added to Coral Island one day? Wieso Aaron's? Der Typ meint wahrscheinlich Material Catchers und denkt, es gibt nur Aaron's, I don't know. Aber, hoffentlich nicht. Also ich finde es echt entspannt, dass es auf Coral Island keine Catcher gibt. Catcher sind schon ultra nervig. Wenn da 5 an einer Position sind, man will sie selber nicht töten und einsaugen. Du kannst sie aber auch nicht alle zeitgleich angreifen und töten, ohne sie alle einzusaugen. Super nervig. Also keine Ahnung, warum man das will. Sehr fragwürdig. Are there any quality of life improvements in the works, such as UI enhancements, streamlined mechanics or improved in-game communication tools? These can greatly enhance the overall player experience. Yes, we are planning and developing some quality of life improvements, such as user interface improvements. Please stay tuned for future updates. Can you please make dungeon chest items linked to whoever opens them to stop sniping the drops from others? Wer immer die Frage geschrieben hat, ist richtig mad. Sie werden es reviewen. When Tanuki Boss in the Wilds has a weird casting. When Tanuki Boss in the Wilds has a weird casting time. Das ist nicht mal Englisch. When will this be fixed? We are aware of the issue and the development team is looking into it. Could they make Coral Tigers faster? It is always very slow to hit them and for them to come to you. Their movement speed is very slow. Er will einfach Hit and Run töten. Er will einfach Hit and Run töten. Why isn't the Wardrobe NPC available in other towns? We will review this and consider adding the NPCs to the other towns as well. Ja, und das war unser Q&A. Wie schon gesagt, es waren sehr viele Fragen. Ich habe halt probiert, auch immer direkt noch meinen Senf dazu zu geben, statt das alles am Ende zu machen, weil ganz ehrlich, ich kann mir keine 52 Fragen merken und dann nochmal alles dazu sagen. Deswegen habe ich das gleich gemacht. Ich denke, overall war das ein ganz okayes Q&A. Natürlich kam sehr viel, gucken wir uns an, sehr viel einfach nein, gibt keine Pläne dazu und sehr viel, ja, mal schauen, so ungefähr. Also sehr wenige definitive Antworten, finde ich. Also ich glaube, nicht mal die Hälfte der Fragen wurde mit einer richtigen Antwort versehen. Ist aber klar, dass sie jetzt da auch nicht so detailliertere sprechen können, weil ich meine, wenn sich dann doch was ändert oder wenn sie noch auf Probleme stößen oder so und das dann nicht kommt, dann kommen die Leute und sagen, ah, aber hier habt ihr gesagt, es kommt, also müsst ihr das jetzt machen, so ungefähr. Also schon klar, dass man da vorsichtig ist mit den Fragen. Mich wundert es, dass es tatsächlich, also in Anführungszeichen, wenige Fragen sind. Man muss bedenken, das war ein Q&A nach über einem Jahr, wo es kein Q&A mehr gab. Dafür fand ich tatsächlich, waren es doch relativ wenige Fragen, ehrlich gesagt. Ich vermute mal, sie hätten locker 3 Q&As daraus machen können. Aber sie haben wahrscheinlich nur die relevantesten für sie Fragen rausgepickt oder so. I don't know. Ich denke, das Main Takeaway ist einfach, dass wir bald ein Update bekommen. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten 3 Monate. Wie gesagt, early second half of 2024. Für mich bedeutet das erste 3 Monate von den 6 Monaten. Also quasi Juli, August, September. Ich meine, Oktober wäre wirklich nicht mehr early. Ich meine, das ist ja dann schon eher Ende des Jahres. Und genau. Wenn man sich anguckt, was sie gesagt haben, was auf jeden Fall kommt, wo war das hier quasi mit dem Rainbow Race? Jetzt bin ich schon weit drüber. Das gibt's doch nicht. Als ob das so früh war, die Frage. Hier. Rainbow Race, New Housing Content, Expanded Ultimate Weapon Content, New PvP Mode and more. Also wenn es ungefähr hierbei bleibt, finde ich, ist es okay. Dann hat der FEC-Server keinen wirklichen Vorteil, weil Housing Content ist überall gleich, Rainbow Race ist überall gleich. PvP-Mode ist überall gleich. Also wenn es nicht sehr viel mehr ist als das, wenn es kaum neuer PvE-Content ist, dann finde ich, ist das okay, dass man das Update auch während dem FEC aufspielt. Allerdings muss man halt wirklich bedenken, wenn halt irgendwie, also eine Levelerweiterung oder so, wird da höchstwahrscheinlich nicht kommen, hat sich nicht so angehört. Aber ja, bei PvE-Content muss man halt echt aufpassen, weil da ist es halt schon so, dass wenn sie sagen, PvE, neue Dungeons und so, neue Drops, Items, die es bisher noch nicht gab, und die Leute farmen das dann direkt auf dem FEC-Server mit doppelter Drop-Chance und so. Das ist natürlich fragwürdig. Also das sollten sie wahrscheinlich eher nicht machen. Aber machen sie wahrscheinlich auch nicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall war es das mit dem Q&A. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was waren so eure interessanten Themen? Wurden eure Fragen beantwortet, die ihr selbst auch tatsächlich gestellt habt? Ich würde sagen, meine Fragen
Nicht wirklich, also bisschen so angeschnitten und dann natürlich auch zu vollster Unzufriedenheit, also komplett wieder das Thema, ja, nicht wirklich so beantwortet, wie ich es gerne oder was ich gern gehört hätte. Ich finde, das Achievement-System ist schon relativ wacky, da haben sie auch eigentlich nie wieder was geändert. Natürlich fügen sie schon neue Achievements hinzu, grundsätzlich, aber halt auch Achievements, die man wirklich haben will, im Sinne von, dass sie halt auch wirklich einen Impact haben, so wie das Monster-Achievement. Am Anfang dachte ich mir, Alter, Monster-Achievement, du tötest Monster, kriegst dann Bonus-Damage, wie geil ist das denn? Als sie das ganz am Anfang introduced haben. Und dann dachte man halt wirklich, okay, wenn es das dann für alles gibt, für Fooden und für Dungeons und für Bosse und whatever, ist ja richtig cool. Und im Endeffekt ist es dabei geblieben. Also ich meine, ja, du hast einen ATK-Bonus für eben Dungeon-Bosse und Monster. And that's it. Alle anderen Achievements sind eigentlich rein für den Titel und bringen dir aber effektiv eigentlich nicht wirklich was. Und das finde ich einfach irgendwo schade. Also auch nicht, dass es irgendwie für jedes abgeschlossene Achievement kriegst du irgendwie alle Stats plus 5 oder sowas. Irgendwie solche Sachen. Keine Ahnung. Ich finde, da fehlt einfach irgendwas. Und finde es schade, dass da halt auch irgendwie nicht wirklich Pläne bestehen, das großartig zu ändern. Also ja, sie wollen neue Achievements machen, aber wahrscheinlich wieder ohne Effekte. Und dann sind die halt irgendwie auch einfach uninteressant. Weil ich meine, was bringt mir das, 200.000 Starcanes zu fooden, um mich dann Naschkatze zu nennen? 200.000 Starcanes zu fooden dauert halt echt lange. Und ja. Keine Ahnung. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Fly of Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.